Hi, ich bin Johanna. Und ich bin Robert. Du interessierst dich für ein duales Studium oder eine Ausbildung bei der BMW Group? Du fragst dich, was du bei deiner Bewerbung beachten solltest und wie der Prozess abläuft? Alright, dann zeigen wir dir, wie es mit drei einfachen Schritten mit deiner Bewerbung klappt. Und das Wichtigste vorab. Du hast noch Bedenken oder glaubst, eine Bewerbung würde sich nicht lohnen? Guck uns an, wir haben es auch geschafft. Schritt 1 ist die Online-Bewerbung. Die kannst du ganz bequem von zu Hause aus machen. Ein klassisches Anschreiben brauchen wir zwar nicht mehr, aber ergänze deinen Lebenslauf auf jeden Fall mit außerschulischen Aktivitäten und deiner ehrlichen Motivation und was dir sonst noch so zu dir einfällt, damit wir uns ein Bild von dir machen könnten und wissen, wo deine Stärken und Talente sind. Lass dich auch nicht von den zahlreichen Punkten bei, das solltest du mitbringen, verunsichern. Wenn du die meisten Anforderungen erfüllst und bereit bist, den Rest bei uns zu lernen, dann lohnt sich eine Bewerbung bei uns trotzdem. Wenn du noch Fragen hast oder dir irgendwas im Bewerbungsprozess unklar ist, dann ruf uns doch gerne schon vor deiner Bewerbung an oder schreib uns einfach auf WhatsApp. Nachdem deine Bewerbung bei uns eingegangen ist, bekommst du deine Einladung zu deinem ersten Online-Test. Der ist Voraussetzung für die weiteren Schritte deines Bewerbungsverfahrens. Aber keine Sorge, bevor der Test startet, kannst du die Übungsaufgaben schon einmal online angucken und dich mit dem Aufgabentyp vertraut machen. Je nachdem, ob du dich für eine Ausbildung oder ein duales Studium entscheidest, unterscheiden sich die Aufgaben leicht. Aber solltest du dich für mehrere Berufe entscheiden, dann musst du den Test nur einmal durchführen. Nach erfolgreichem Bestehen der Vorauswahl laden wir dich dann zum Auswahltag ein, wo du das BMW-Team persönlich kennenlernst. Hier warten dann neben einem Interview auch nochmal ein kleiner Online-Test und eine Arbeitsprobe auf dich. Unser erster Tipp hier, sei pünktlich. Das zeigt uns, dass wir uns wirklich auf dich verlassen können. Leichter gesagt als getan, aber du brauchst nicht allzu aufgeregt sein. Alle wissen, dass das wahrscheinlich eins deiner ersten Bewerbungsgespräche sein wird und darauf wird auch Rücksicht genommen. Für den Online-Test hast du ja zu Hause schon mal geübt. Und keine Sorge, wenn du keine Vorkenntnisse hast. Bei der Arbeitsprobe wollen wir nur schauen, wie du an Problemstellungen herangehst. Für das Interview habe ich dann auch noch einen Tipp für dich. Bereite dich unbedingt darauf vor, indem du dich etwas intensiver mit dem Unternehmen und dem Beruf beschäftigst. Schau dir dazu die wichtigsten Fakten zu BMW und vor allem zu deinem Beruf noch einmal genauer an. Aber das Wichtigste, sei einfach du selbst und zeig uns, warum du diese Ausbildung oder dieses Studium machen möchtest. Hier haben wir dir nochmal alle wichtigen Schritte zusammengefasst. Also viel Erfolg und bis bald bei BMW.